Leonardo! Und herzlich willkommen hier zurück diese Woche bei einer neuen Folge von Twitter Talk, der interaktiven Talkshow mit Beiträgen von euch, von Twitter, zu einem bestimmten Thema, wo wir gemeinsam hier in diesem Video diskutieren. Und beim heutigen Thema war ich besonders gespannt auf eure Beiträge auf Twitter, denn irgendwie ist das Ganze so ein bisschen an mir vorbeigegangen, das Thema. Wenn ihr übrigens mitmachen wollt in kommenden Folgen, folgt mir auf Twitter und achtet immer darauf, wenn ich mal wieder frage, ob jemand eine Hilfe hat, eine Antwort für einen Freund und auf keinen Fall für ein Video. Dann könnt ihr nämlich auch in der nächsten Folge zum Beispiel dabei sein. Ich hab's gerade schon gesagt, das Thema der heutigen Folge ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Und ich habe nur irgendwann die Trends und YouTube durchgeguckt und dachte so, wow, das ist scheinbar plötzlich ein ziemlich großes Thema. Und zwar Fortnite. Für die, die es nicht kennen, also ich eigentlich auch, es ist ein Spiel, Free-to-Play, also man muss nicht zahlen, um das spielen zu können. Und es ist ein Battle-Royale-Spiel, glaube ich. Also sowas wie PUBG. Man spielt einfach gegeneinander, einzeln und versucht sich abzuknallen und der Letzte hat halt gewonnen. Und komplett YouTube ist irgendwie im Moment voll davon. Die Videos gehen so viral, es ist 100.000 Millionen Milliarden von Aufrufen. Die erfolgreichsten Streamer auf Twitch im Moment sind die, die Fortnite spielen. Und ich habe euch gefragt, weil ich das Ganze so ein bisschen kannte, diesen Hype, dass alle das plötzlich spielen, und zwar von früher, von Minecraft. Damals, als ich so in der Gaming-Szene aktiv war oder generell auf YouTube, gab es halt entweder alles andere oder Minecraft. Jedes zweite Video in den Trends war Minecraft. Beziehungsweise da gab es die Trends noch gar nicht und da haben trotzdem alle das Spiel gespielt. Und mittlerweile ist es so, dass Minecraft gar nicht mehr irgendwie aktuell ist und kaum dass einer noch spielt und alle Fortnite spielen. Und ich habe euch gefragt, hat Fortnite Minecraft mittlerweile abgelöst? Ist es jetzt der neue Trend auf YouTube geworden? Das neue Spiel, was alle halt spielen? Wird es sich so wie Minecraft verbreiten und durchsetzen und alles jetzt dominieren? Für die nächsten 5 Jahre oder 10? Wie lange gibt es das schon? Also Minecraft jetzt, das war ja Ewigkeiten irgendwie aktuell. Das habe ich euch gefragt und ihr habt mir viele, viele Antworten darauf geschrieben, worüber ich sehr, sehr dankbar war, denn ich selber habe das auch irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen und bin froh für alles, was ich jetzt hier neu erfahren kann. So wie folgender Tweet. Kenne ich nicht mal, I'm sorry. Hab da wohl was verpasst. Oder auch nicht. Ja, so ging es mir in dem Moment auch. Ich habe plötzlich auf YouTube geguckt und gesehen, wow, was ist das hier? Und es ist alles so bunt und schnell und unglaublich beliebt. Ja, manche Kanäle, die machen 10.000 Abos an einem Tag damit. Kann es Minecraft also wirklich als das Spiel auf YouTube und generell einfach ablösen? Malternativ hat dazu geschrieben, es ist Free-to-Play und nettes Battle Royale. Kein Minecraft, aber etwas für Runden zwischendurch. Es hat nicht die Vielfalt, die endlose Welt, die tausenden Spielmodi, die Minecraft ausmachen. Das ist etwas, was viele von euch geschrieben haben. Sie sagen, ja, es ist cool und es macht im Moment auch echt viel Spaß, aber dauerhaft auf YouTube Erfolg sein kann es eigentlich nicht, dadurch, dass es nicht die Vielfalt bietet. Es ist halt cool in dem Moment, deshalb spielen es alle, aber der Trend wird auch irgendwie wieder aufhören. Dazu hat zum Beispiel Skate702 geschrieben, und der muss es ja eigentlich wissen, als Minecraft-Let's Player und ich weiß gar nicht, ob er auch Fortnite spielt jetzt. Nicht mal annähernd. Fortnite ist ein Fidget Spinner oder ein Harlem Shake. Also eine Trendbewegung, die ganz schnell ganz groß wird, was alle machen plötzlich und dann wieder vergessen wird und keiner interessiert sich mehr dafür. Ja, also so wie Fidget Spinner und Harlem Shake. Manche Menschen, die haben unglaublich viel Geld für Fidget Spinner ausgegeben. Wobei, wahrscheinlich jetzt auch für Fortnite. Viele sagen halt, dass es einfach nur so ein Trend ist, der gerade aktuell ist. Und dass es auch von so, so vielen Leuten gespielt wird, weil es halt gerade unglaublich im Hype ist. Das ist übrigens eine Sache, die häufiger mal auftritt, dass Sachen so unglaublich im Hype sind, dass sie danach einfach nur verbrennen können, weil es gar nicht mehr anders funktioniert. Und dass sie gar nicht irgendwie dauerhaft mal aktuell sein können. Dazu fand ich einen sehr interessanten Tweet. In meinen Augen definitiv ja. Früher hat jeder Minecraft gespielt. Es war immer und überall da. Fast nicht wegzudenken. Jetzt wird meine arme Abo-Box fast überschwemmt mit Fortnite. Und das, obwohl ich eigentlich nur Minecraft-Let's Player abonniert habe. Fast alle Let's Player oder Streamer switchen plötzlich von einem Hauptspiel auf das komplett andere. Einfach, weil sie merken, wow, das ist gerade fucking aktuell. Ja, es spielen alle. Man kann voll erfolgreich damit werden. Spiele ich das besser auch mal. So war es halt früher auch bei Minecraft. Plötzlich haben das alle gespielt. Und jetzt wechselt das alles wieder. Es ist natürlich ein bisschen blöd für die Leute, die halt eigentlich immer noch das sehen wollen, was sie eigentlich früher abonniert haben. Aber klar, wirtschaftlich macht es natürlich für die Let's Player mehr Sinn, darauf zu setzen, was gerade voll im Hype ist, was alle sehen wollen. Die Frage ist halt, wie langfristig ist das Ganze? Wie kann sich das Ganze dauerhaft halten? Oder wird es halt irgendwann wieder abgelöst vom nächsten Spiel, was voll im Hype ist und dann wieder vom nächsten Spiel? Aber kann man die beiden Spiele überhaupt miteinander vergleichen? Nein, es ist eine kinderfreundliche Variante von PUBG. Festgelegter Rahmen, kaum Freiheit, weniger Potenzial ins Unendliche. Nicht wie bei Minecraft, auf dessen Basis du quasi alles umsetzen kannst. Das bedeutet natürlich auch, dieses Spiel hat viel weniger Potenzial, dauerhaft erfolgreich zu sein. Bei Minecraft hatte man erst Leute, die einfach in der Welt gebaut haben. Dann haben sie gemeinsam in der Welt gebaut, mit Freunden. Dann gab es Minispiele und komplett
ganze Spielmodi haben sich neu entwickelt. Bei dem Spiel, so wie ich es verstanden habe, geht das scheinbar nicht. Das grenzt natürlich unglaublich den Rahmen ein, wie dauerhaft erfolgreich das sein kann. Dadurch, dass man halt nur einen Spielmodi hat, der halt irgendwann langweilig wird. Wobei, wir haben auch League of Legends, was auch eigentlich nur einen Spielmodi hat und was auch immer noch erfolgreich ist seit Jahrzehnten gefühlt. Okay, es ist nicht ganz ein Jahrzehnt, aber fast, oder? 2008? Auch wenn viele sagen, Fortnite hat nur einen Spielmodus, es kann gar nicht so erfolgreich werden wie Minecraft, weil es halt irgendwie in gewisser Form beschränkt ist. Andere Spiele haben das auch geschafft, trotzdem dauerhaft erfolgreich zu werden. Auch Counter-Strike hat nur einen Spielmodi. Das bedeutet also, nur weil ein Spiel eingeschränkt ist, heißt es nicht, dass es nicht dauerhaft erfolgreich sein kann. Was bedeutet, dass wir vielleicht noch unglaublich lange den Fortnite-Hype auf YouTube haben. Und solange es halt funktioniert für die ganzen Streamer und Let's Player, wird es auch noch weiterhin kommen. Und wenn die Leute es sehen wollen, dann gibt es auch jemanden, der es ihnen präsentiert. Ich denke, es sind zwei sehr gehypte Spiele, die jeder Altersgruppe Spaß machen kann. Die Leute vergleichen es, denke ich deshalb. Ja, das ist so die Grundaussage, die beide Spiele miteinander verbindet. Sie sind halt unglaublich gehypt. Und YouTube wird im Moment komplett dominiert davon. Und Twitch auch und eigentlich alles, was mit Gaming zu tun hat. Es gibt viele YouTuber, die halt nebenbei, neben ihren anderen Videos, noch einen Let's Play-Kanal haben, wo sie dann extra immer Fortnite-Videos bringen. Da müssen wir darauf achten, wie viele YouTuber eigentlich nebenbei noch so einen Gaming-Kanal haben. Gar nicht mal so wenig von den Großen. Sei es Flying Uwe, Apu Red oder Die Prank Bros. Alle nebenbei Fortnite. Es treibt sich auch gegenseitig so ein bisschen an. Durch die Nachfrage gibt es ein Angebot der Videos. Dadurch, dass es so viel Angebot gibt, gibt es noch mehr Nachfrage, weil immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Wir können also festhalten, dass Fortnite im Moment ein sehr, sehr gehyptes Spiel ist, was überall auf YouTube ist und Minecraft als Nummer 1 irgendwie so ein bisschen verdrängt hat. Ja, so ein bisschen ist gut. Ob es dauerhaft erfolgreich sein kann mit einem Spielmodi, ob es so wird wie Counter-Strike oder League of Legends, oder ob es dann doch nur ein Hype ist, der irgendwann wieder vergeht, das werden wir mit der Zeit wohl sehen. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber man kann sagen, es ist eher dafür prädestiniert, irgendwann wieder von der Bildfläche zu verschwinden, weil es halt nicht die Möglichkeiten bietet. Bis dahin werden wir unglaublich viele Fortnite-Videos sehen. Die Trends werden voll davon sein, meine verlinkten Videos werden voll davon sein. Ich habe es noch nicht einmal gespielt. Ja, vielleicht sollte ich auch mal bald einen coolen Gaming-Kanal eröffnen. Aber wie ist eure Meinung eigentlich zu der ganzen Sache? Spielt ihr Fortnite? Guckt ihr euch die ganzen Fortnite-Videos an? Sagt ihr, yay! Geil, viel besser als Minecraft. Oder sagt ihr, ja, Minecraft war ganz cool und Fortnite wird halt irgendwann wieder zurückgehen. Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Diskutiert gerne mit euren Freunden darüber, verbreitet dieses Video und fragt die mal, wie die das Ganze sehen. Vielleicht spielt ihr auch zusammen in der Gruppe. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Hier unten geht das oder hier auf der Endcard und hier gibt es auch ein neues Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Das war's an dieser Stelle. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Twitter Talk oder morgen ein neues Video. Haut rein, bis morgen. Tschüss.